Daedalic. Shalom und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und wir spielen Deponia, The Complete Journey. Und The Complete Journey heißt, dass wir alle drei Teile spielen. Idealerweise und vorzugsweise direkt nacheinander. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird. Ich habe es schon mal angespielt. Es hat mir unglaublich gut gefallen. Und ich gehe davon aus, dass es euch auch gefällt. Ja, es ist ein klassisches Point-and-Click-Adventure. Es hat einen sehr interessanten, eigenen und wirklich, wirklich, wirklich witzigen Humor. Und ich möchte euch einfach mit auf die Reise nehmen. Wir starten ein komplett neues Spiel. Das heißt, wir können diese Reise auch gemeinsam gehen. Okay. Alles klar, na dann geht es auch schon los. Ja, ich möchte ein neues Spiel starten. In den Paar per Mausrad oder per Klick? Ach, wir nehmen per Mausrad, das ist einfacher für mich. So, und wir starten natürlich mit Kapitel 1. Was denn jetzt noch? Sollte das Spiel nicht längst starten? Ja, schon. Aber die Schrottpresse ist kaputt. Und da dachten wir, wir nutzen die Zeit für ein Tutorial. Wer dachte das? Ich brauche kein Tutorial. Und wie willst du dann die Schrottpresse reparieren? Schau einfach zu und lerne. Vielleicht hörst du dir lieber vorher an, was ich zu sagen habe. Du hast hier aber nichts zu sagen. Ach komm schon, dauert doch nicht lang. Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick. Mal sehen. Nein, wir überspringen das Tutorial nicht. So, nochmal herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wie gesagt, wir spielen heute tatsächlich Deponia. Ein wunderbar lustiges und interessantes Point-and-Click-Adventure von Daedalic Entertainment. Ich bin hier oben. Das weiß ich. Wolltest du mich nicht ansprechen? Einfach auf mich zeigen und klicken. Gibst du dann endlich Ruhe? Eigentlich wollte ich dir den nächsten Tipp geben. Wie aufregend. Hier oben, Rufus. Hier oben. Ja, doch. Ja, gut, dann klicken wir einfach mal auf Wenzel. Computer, Wenzel ansprechen. Das musst du nicht extra sagen. Wer redet denn mit dir? Na du? Du hast mich angeklickt. Klugscheißer. Verrat mir lieber mal, was mit der Schrottpresse nicht stimmt. Sie drückt nur noch ganz sanft und matscht nicht mehr richtig. Das sieht doch nun wirklich jeder Idiot. Na, dann moderier du doch das Tutorial. Ein Klacks. Zuerst erkläre ich dir mal... wie man jemanden anspricht. Du klickst mit dem Mundsymbol auf einen Menschen? Völlig falsch. Ich habe dich nämlich mit dem Sprechblasensymbol angesprochen. Jeder weiß doch, dass es in diesem Spiel kein Mundsymbol gibt. Dafür aber das Sprechblasensymbol zum Reden. Und mein Lieblingssymbol, das Rufus-Kopf-Symbol zum Dinge anziehen, essen und trinken. Wenn du das schon nicht kapierst, wie soll ich dir dann jemals beibringen, wie man ein Objekt ansieht? Das weiß ich doch. Aha, und wie? Ich zeige mit meinem Mauszeiger darauf und klicke rechts, wenn ich das Augensymbol sehe. Ja, die Theorie ist einfach, aber wie sieht es mit der Praxis aus? Hey, das ist dein Tutorial. Du willst dich doch nicht etwa drücken. Aber nun gut, ich werde es dir vormachen. Siehst du dieses kleine Ding auf dem Boden dort drüben? Ich werde nun mit dem Zungensymbol? Dem Augensymbol. Ich werde nun dort draufklicken und es mir so ansehen. Pass also gut auf. So, was hat er gesagt? Draufklicken mit dem Augensymbol? Das ist die rechte Maustaste? Was ist das? Das ist ein Kathodenstümpel. Danke für den Input, Wenzel. Aber ich erkenne ja wohl eine hydrale Klemmzweige, wenn ich sie sehe. Blöd, dass ich sie nur ansehen kann. So eine Zweige könnte noch richtig nützlich werden. Du kannst sie mitnehmen. Du musst nur mit der Maus drauf zeigen, sodass das Handsymbol erscheint. Klicke dann links und du hebst sie auf.
Nein, das muss einfacher gehen. Wenn du meinst. Okay, ich habe die Klemmzweige aufgehoben, aber was mache ich jetzt damit? Du steckst sie in dein Inventar, da wo all deine Gegenstände hinkommen. Du hast das Ding aufgehoben. Jetzt kannst du mit dem Mausrad das Inventar öffnen. Hey, da ist es ja. Genau, das hier ist dein Inventar. Schon klar. Und hier kannst du dir alles ansehen, was du mit dir rumträgst. Du weißt doch noch, wie das geht, oder? Wie kommt dieses seltsame Ding in mein Inventar? Keine Ahnung. Vielleicht brauchst du es für das Tutorial. Tutorial, Schmutorial. Na, verbinden wir mal die beiden Sachen. Sieh her, Wenzel. Es ist fast vollbracht. Beeindruckend. Und das meine ich ernst. So, da haben wir einen Ersatzteil. Sieh her, Wenzel. Es ist fast vollbracht. Beeindruckend. Und das meine ich ernst. Na gut, das hatten wir ja schon. Dann wollen wir mal... Es würde ja, glaube ich, in die unauffällige Aussparung passen. Ha, es passt. Als nächstes musst du... Du brauchst mir nicht alles vorzukauen. Den Rest schaffe ich schon alleine. Wie du meinst. Rufus? Einen Tipp hätte ich da noch. Ich hab dir doch gesagt, dass ich es auch ohne deine Hilfe schaffe. Ich muss jetzt nur noch diesen Knopf hier drücken und schon... Ach, ich liebe Tutorials. Oh yeah. Du alte Memme, denkst du hast Probleme? Nur weil etwas Abwasch die Spüle verstopft. Spar das Gezeter, gedenke der Väter. Sie hausten in Armut, umgeben von Schrott. Doch wo alles verloren schien, ward einer geboren. Er war saustark und lässig, sein Haar saß perfekt. Und mit Großmut und Tapferkeit sprach er: Ich bin's leid, macht euren Mist mal allein, ich muss weg. Ossa, er muss dann mal weg. Müll. Müll. Noch mehr Müll. Ein Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Ach nein, es ist Müll. So, das reicht. Ich muss hier endlich weg. Gut, dass ich dieses Mal den perfekten Plan habe. Nur noch die letzten Sachen packen und ich bin raus hier. Wo hab ich nur meine Liste hingetan? Mann! Es wird wirklich Zeit, dass ich diesen Schrottplatz endlich verlasse. Ja, jetzt haben wir das Tutorial überstanden, gerade so. Und wir tauchen ein in die Welt von Rufus und helfen ihm bei seinem Plan, Deponia zu verlassen. Bleh. Es läuft doch immer nur Müll im Fernsehen. Gucken wir mal in den Koffer rein. Ah, da ist ja meine Liste. Huch. Mal gucken. Ich habe scheinbar fast alles, was ich brauche. Es fehlt nur noch etwas Proviant, die Zahnbürste, ein paar Socken und ein Seitenschneider. Ein Seitenschneider? Was zum... Naja, irgendetwas werde ich mir dabei schon gedacht haben. Alles klar, dann schauen wir mal. Ja, mein Schuh hat nichts. Ach, meine alten Fluchtpläne. Einige davon waren nicht übel. Ein Schweißgerät. Ich habe eine Öldose. Okay. Das ist die Kiste, die mir mein Vater vermacht hat, bevor er mich im Stich ließ. Ich will sie nicht öffnen. Ich will keine weiteren Enttäuschungen erleben. Oh. Alles, was mir mein Vater vermacht hat, ist diese dumme Holzkiste. Und dann hat er Deponia verlassen. Ohne mich. Ist ja fast schon traurig. Okay. Gucken wir mal, ob wir noch irgendwas haben.
Willkommen in dem Wohnbereich. Das postmenstruale Memo. Wieder eine Memo von Toni. Mal sehen, was sie diesmal hat. Mach endlich das Bad sauber. Puh, das könnte ihr so passen. Schauen wir mal. Naja, schaut doch ganz okay aus. Was war da? Das könnte nützlich werden. Dann nehmen wir noch glatt mal mit. So, haben wir hier noch irgendwo was? Vielleicht können wir den Pömpel ja mit der Toilette verwenden. Nicht wirklich. Boah, was für eine Plörre. Ja. Ich finde es anders. Ah, hier haben wir die Zahnbürste. Die Zahnbürste ist weggelaufen. Ich sollte mir wohl angewöhnen, sie irgendwo aufzubewahren, wo nicht so viele Mikroorganismen wachsen. Herrlich, was haben wir? Oh, die Zahnbürste. Ist das toll. Auf jeden Fall haben wir erstmal den Seitenschneider gefunden. Hier haben wir Waschmittel. Hier noch irgendwas drin? Nö, zu mit der Tür. Jo, holen wir uns aber die Zahnbürste wieder. Put, 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 komm zu Papa. Mist, ich brauche wohl einen besseren Plan, um sie einzufangen. Ja, dich kriege ich noch versprochen. Die Hausapotheke hat mir schon oft das Leben gerettet. Aber seit ich neulich versucht habe, einen schrapnellbetriebenen Düsenantrieb zu bauen, sind die Pflaster alle. Jetzt ist da nur noch Tonis Beruhigungsmittel drin. Verschlossen. Den Schlüssel muss wohl Toni haben. Tonis Zimmertür, die leicht vernagelt aussieht. Vielleicht kommen wir da rein. Was ist das? Ein Fallbeil, damit ich nicht in ihr Zimmer gehe? Mann, die Frau ist gestört. Ich frage mich ernsthaft, warum ich jemals mit ihr zusammen war. Jetzt haben wir hier eine heftige Memo. Bleib gefälligst aus meinem Zimmer raus. Da hast du nichts mehr drin verloren. Was bildet Toni sich ein? Als hätte ich nichts anderes zu tun, als in ihren Sachen rumzuwühlen. Verständlicherweise. Dann gehen wir mal hinter Tonis Hütte. Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Okay. Haben wir hier noch was? Machen wir mal die Toilettentür zu. Nein. Wie kommen wir jetzt an die Zahnbürste ran? Komm zu Papa. Mist, ich brauche wohl einen besseren Plan, um sie einzufangen. Das geht so also nicht. Jetzt schauen wir mal, was wir hier unten haben. Da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Aber ohne Behälter sammle ich die jetzt nicht auf. Wasabi. Du sollst nicht auf der Couch essen. Ständig finde ich Essensreste in den Ritzen. Na und? Ist doch gut. Okay. Kalt. Vielleicht soll ich ihn anzünden. Ich habe hier ein Handschweißgerät. So. Um den Ofen anzuzünden, bräuchte ich erstmal was Brennbares. Wir könnten ja einen Schluck Wasser nehmen. Ich soll den Abwasch nicht mehr auf diese Weise machen. Dann mache ich ihn halt gar nicht. So. Lass mal den Topf nehmen. Gabel haben wir auch noch. Dann haben wir eine mistige Memo. Mach endlich den Abwasch. Der macht sich nicht von alleine. Ich lasse es mal drauf ankommen. Guck mal, was die Spüle macht. Boah, was für eine Plörre. Es sieht nicht wirklich besser aus. Können wir den Topf vielleicht mit Wasser füllen? Tatsache. Eine zickige Memo. Du hast schon wieder mein ganzes Essen verputzt. Stattdessen finde ich ständig irgendwelchen Müll von dir im Kühlschrank. Was ist eigentlich mit dir kaputt? Ich verstehe die Frage nicht.
Schauen wir mal, wir haben... Oh, eine gelbe Socke. Nicht schlecht. Haben wir noch irgendwas? Nö, ist uns leer. Mantel? Ich schau mal nach, ob ich was Nützliches in den Taschen finde. Hey, da war tatsächlich was drin. Eine Socke. Cool. Ob das so cool ist? Eine blaue Socke, wie es scheint. Okay. Warte mal, einen Haufen Zettel. Die können wir doch bestimmt verbrennen. Und rein damit. Ja, das ist schön. Wenn ich jetzt den Topf hier oben drauf stelle, kann ich den quasi kochen. Ja, ne? So wie dazu. Das sind immerhin schon mal zwei Socken. Aber ich brauche ein paar. Ich will ja nicht wie ein Idiot rumlaufen, wenn ich nach Elysium komme. Ah ja, gut zu wissen. Alt. Das Öl ist so ranzig, das kann ich mir höchstens noch in die Haare schmieren. Das Beste daran ist die Dose. Vielleicht sollte ich es auskippen oder so. Und weg damit. Vielleicht kann ich ja damit die Wasabi-Nüsse aufsammeln. Hm, da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Boah, Tatsache. Ich schätze, die sind noch gut als Reiseproviant. Okay. Ich sollte sparsam mit meinem Proviant umgehen. Die Reise wird lang. Ey, dafür, dass da ranziges Öl vorher drin war, ich bin ja nicht so sicher. Mein Ofen zumachen. Autsch! Verdammt, das ist ja heiß. Oh, eine Kammer. Keine Chance. Die Klinke fehlt und ich bekomme die Finger nicht in die Ritzen. Hm. Vielleicht können wir mit dem Seitenschneider was abmachen. Keine Chance. Ich komme damit zwar in die Ritzen, aber ich habe nicht genug Hebel. Hm. Das ergäbe sicher ein grandioses Allzweckwerkzeug. Ach, wer braucht schon grandiose Allzweckwerkzeuge? Ist doch was für Anfänger. Okay. Versuch es mal mit der Gabel. Keine Chance. Ich komme damit zwar in die Ritzen, aber ich habe nicht genug Hebel. Dann nehmen wir halt den Pömpel. Ach, und das klappt. Okay. Auch nicht schlecht. Die Maus ist schon vor langer Zeit abgehauen. Was nicht heißt, dass ihr Plan besser war als meiner. Da stecke ich meine Hand garantiert nicht nochmal rein. Okay. Jetzt haben wir eine Maus. Damit können wir vielleicht die Zahnbürste fangen. Ohne den richtigen Köder wird das wohl nichts. Hm. Köder. Worauf stehen denn wild gewordene Zahnbürsten? Ob ich einfach eine Wasabi-Nuss nehme? Jetzt kann das Mistvieh was erleben. Und das funktioniert auch noch. Alles klar. Put, 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 komm zu Papa. Ha, hab sie. Die wird ganz schön leiden beim nächsten Zähneputzen. Oh. Oh mein Gott. Na, allein dran zu denken ist schon widerlich. Ich pack's erstmal in den Koffer. Zahnbürste, check. Gut. Den Seitenschneider packen wir auch erstmal rein. Seitenschneider, warum auch immer, check. Passt. Was ist das hier? Ach, der Plan. Okay, Liste finden, Koffer packen, nach Elysium gehen. Müssen die? Jetzt brauchen wir noch ein Sockenpaar und ein Proviant. So, weiterspielen. Ich packe ihn erstmal mit ein. Proviant? Check. Warum muss noch ein Sockenpaar?
Ich sollte erst das passende Gegenstück zu dieser Socke finden. Ich will ja nicht wie ein Idiot rumlaufen, wenn ich nach Elysium komme. Genau. Oh, ein Kissen. Nanu, da lag ja eine Socke drunter. Das erklärt, warum ich in letzter Zeit immer nur Käse geträumt habe. Okay, ich habe jetzt 3 einzelne Socken. Das Zeug überlasse ich eigentlich lieber Toni. Ich habe es einmal benutzt, anschließend waren all meine Klamotten verfärbt und der Schuppen ist abgebrannt. Okay. Vielleicht kann ich ja die Socken... Das Waschmittel soll angeblich auch Ölflecken rausbekommen. Hä? Wer braucht denn sowas? Okay. Verrückt. Gucken wir mal. Übrigens, wenn man tatsächlich die Leertaste in Deponia gedrückt hält, sieht man alle Möglichkeiten, wo man lang gehen kann oder wo man interagieren kann. Sehr, sehr praktisch. Gucken wir mal. Mehr ist wohl nicht zu holen. Reicht ja auch. Alles klar. Fortuns. Das hatten wir. Vielleicht können wir die Socken ja waschen. Ich bin zwar kein Experte, aber ich glaube, das ist tatsächlich Kochwäsche. Aber da fehlt noch was. Waschdingensmittel. Dann machen wir erst das Waschmittel rein. Alles klar. Dann. Ich bin zwar kein Experte, aber ich glaube, das ist tatsächlich Kochwäsche. Schmeißen wir die grüne auch noch rein. Und die gelbe noch. Autsch! Verdammt, das ist ja heiß. Da soll Toni noch mal sagen, ich tue nicht genug für den Haushalt. Okay, und wie... Ich versuch mal was. Na, holla! Die Socke hat sich verfärbt. Wer hätte das gedacht? Aber wo ist die andere? Klarer Fall von subtraktiver Farbmischung. Okay. Zunächst haben wir jetzt ein Sockenpaar. Und ich glaube, damit haben wir auch alle Sachen zusammengefunden, die wir brauchen. Socken? Check. Ich scheine alles zu haben. Er lässt sich nicht mehr schließen. Irgendwas muss ich wohl wieder auspacken. Aber was? Was packen wir wieder aus? Die gemeingefährliche Zahnbürste? Die warmen Socken? Den Reiseproviant? Oder gar den Seitenschneider? Warum auch immer? So viel Platz nimmt das nun auch wieder nicht weg. Mit diesem Monstrum im Gepäck bekomme ich den Koffer niemals zu. Wo ich hingehe, brauche ich keinen Seitenschneider. Was hatte der überhaupt auf der Liste verloren? Jetzt passt es. Dann kann's ja losgehen. Autsch! Das gibt eine Zerrung. Hey Rufus, spar dir die Kraft für den unvermeidlichen Sturz in die Tiefe. Und du, Wenzel, spar dir den Sarkasmus für jemanden, der schlechter vorbereitet ist. Ich habe dieses Mal alles berechnet. Das wird ein Spaziergang. Das hast du das letzte Mal auch gesagt. Und wir haben Tage gebraucht, um den Kaktus aus deinem Ohr zu entfernen. Schon von gestern. Dieses Mal wird alles klappen. Und wenn mir schließlich eine elysianische Orbit-Elfe den Nacken massiert, werde ich einen Augenblick innehalten und über dich lachen. Nur zu. Kann ich dann deine Sachen haben? Na klar, bedien dich. Als würde es auf diesem Müllhaufen auch nur irgendwas von Wert geben. Es wird wirklich Zeit, all das hinter mir zu lassen. Super. Ich hoffe, du hast daran gedacht, die Harpune zu kalibrieren. Mach ich noch, sobald ich die Sachen in der Kapsel verstaut habe. Na dann sieh zu. Du weißt doch, wie exakt der Organon seine Fahrpläne einhält. Organon? Oh, ein Schraubschlüssel. Ich muss erst noch den Koffer verstauen. Diesmal will ich besser vorbereitet sein. Alles klar. Dann haben wir Kapsel mit der Kette befestigt. Oh, ein Staufach. Das ist gut. So, und nun?
So, und wohin Koffer. Jetzt damit? Der kommt ins Stoffach. Na, geht doch. Tja. Was mache ich jetzt mit der Batterie? Wenn ich den Sitz ausbauen würde, könnte sie dahin passen. Aber wie hält sie dann? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Okay. Vielleicht können wir mit dem Schraubenschluss ja den Sitz ausbauen. Auf den kann ich vielleicht am ehesten verzichten. Jetzt die Batterie. Aber wie hält sie dann? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Okay, das scheint wohl noch nicht zu klappen. Okay, dann geht's zu Tonis Haus. Da haben wir Lunte. Ich muss erst noch die Fluchtkapsel flott machen. Diesmal will ich besser vorbereitet sein. Alles klar. Gehen wir mal hoch zu Benzel. Mal eine Runde mit ihm schnacken. Hey, Wenzel. Was gibt es? Schon ein Zeichen vom Organon? Nope, aber sie werden da sein. Der Organon ist immer pünktlich. Nicht umsonst stellen wir unsere Rathausuhr nach ihnen. Was weißt du sonst noch über den Organon? Genauso wenig wie du. Also eigentlich nichts. Genau. Sie sind so undurchsichtig wie unser Grundwasser. Gut, dass sie uns in Ruhe lassen. Glaubst du auch, dass es in Elysium unendlichen Reichtum gibt? Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, was ich habe. Tja, aber ich werde viel mehr davon haben. Mein armer, armer Wenzel. Okay. Glaubst du auch, dass in Elysium niemand arbeiten muss? Moment mal. Du arbeitest doch auch jetzt nicht. Ich sag ja, ich gehöre dahin. Glaubst du auch, dass die elysianischen Frauen die schönsten überhaupt sind? Ich habe eigentlich nie verstanden, warum du nicht mehr mit Toni zusammen bist. Und darum wirst du auch für immer in diesem Kaff versauern. Ich habe Besseres verdient, als mir ständig Vorträge über Faulheit und Unzuverlässigkeit anzuhören. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es gar nicht so unberechtigt ist. Wegen des Plans. Gibt es Probleme? Probleme? Nein. Nein, nein, nein. Der Plan ist perfekt, aber wohin bloß mit der Batterie? Hättest du nicht vorher daran denken können, ein Fach oder so einzubauen? Ich hatte andere Sorgen, okay? Du hast den ganzen Nachmittag geschlafen, während ich das Teleskop montiert habe. Ich muss fit sein, wenn ich nach Elysium komme. Klar musst du das. Noch was? Tja, was passiert, wenn ich das verstaut habe? Was passiert, wenn ich alles verstaut habe? Dann warten wir auf den Organon-Kreuzer. Sobald er da ist, zündest du die Lunte an und nichts wie ab in die Kanzel. Du hast die Harpune doch kalibriert, oder? Noch nicht, aber dafür ist ja wohl noch Zeit. Puh, wenn du meinst. Also packen, kalibrieren, Lunte zünden. Und puff, katapultiere ich mich in die azurne Bläue der oberen Sphäre. Naja, zumindest besteht die Chance, dass der Magnet den Kreuzer trifft. Aber nichts aber. Diesmal wird alles klappen. Ich werd's dir zeigen. Ich werd's allen zeigen. Es wird auf jeden Fall sehenswert. Noch irgendwelche Probleme? Diesmal wird es klappen. Ich weiß es einfach. Klar, Rufus. Natürlich. So. Keine Probleme. Wieso? Natürlich nicht. Wie komme ich bloß darauf? Ich mach mich dann mal wieder an die Arbeit. Besser ist das. Du hast nicht mehr viel Zeit. Okay, dann müssen wir uns beeilen. Aber wir brauchen noch irgendwas, wo wir die Batterie reintun können. So. Ach, da sind wir gewesen. Okay. Aber hier gibt es noch eine Tür vor Tonis Hütte. Schauen wir mal. Schönes. Hanek. Briefkasten. Meine Klingel. Was für ein witziges Geräusch. Eine Shitty-Schote. Autsch, heiß! Ah. Toni hatte schon immer einen seltsamen Geschmack, was Blumen anbetrifft. Ein sattelförmiger Kasten. Der Klassiker. Sattelförmig klingt gut. Kein Problem. Mist, der ist ja festgeschraubt. Dann nehmen wir doch mal glatt den Brief, den Schraubenschlüssel. Stylisch.
Quatsch mal mit Hanek. Hallo, Hanek. Hi. Na. Rufus. Ach, ich bin so schlecht mit Namen. Ist der Tunnel etwa wieder gesperrt? Ja, es gab einen Einsturz im Sektor 7. Schon wieder eine Schrottlawine? Dieser ganze Müll geht mir so auf den Senkel. Gut, dass ich bald hier weg bin. Ach, bist du das? Oh ja. Naja, zumindest nicht durch diesen Tunnel. Hast du Toni irgendwo gesehen? Toni? Groß, grantig, speit Feuer. Meine Ex-Freundin. Ach, Toni. Die ist doch bestimmt in ihrem Laden und muss arbeiten, wie jeder andere Mensch. Anwesende ausgeschlossen. Ich werde endlich hier wegkommen. Schon wieder einer deiner brillanten Pläne? Diesmal kann nichts schiefgehen. Aber sicher. Und ich nehme mal an, dass du hier rumläufst, hat auch nicht mit irgendwelchen Problemen zu tun. Hat es auch nicht. Ist doch gut. Ach, der Synchronsprecher kommt mir sehr bekannt vor. Ich schreibe dir eine Karte aus Elysium. Mach das. Okay. Ich habe da so eine Idee. Wir haben einen sattelförmigen Briefkasten. Übrigens nicht wundern, wenn man, sag ich mal, auf einen Pfeil klickt, doppelt, wird man sofort in den nächsten Screen gebeamt. So, Briefkasten. Schauen wir mal, ob wir den eventuell als Ersatz oder als Sitzersatz nehmen können. Ha, passt. Klingt gut. Jetzt könnte man die Batterie hier rein tun. So, der Fluchtapparat ist flott. Jetzt muss ich nur noch die Harpune kalibrieren. Alles klar. So, schauen wir mal. So, blöd, dass zwei Richtungen beim Steuerhebel blockiert sind. Aber wer braucht die schon? Hauptsache, das Fadenkreuz zeigt gleich auf die Bahnstrecke und ich bin weg. Ha, das wird ein Kinderspiel. Ah, okay. Jetzt. Ah, ich kann gar nicht so hoch. Ist ja kacke. Komm ich nicht. Also dieser Zeiger, der springt wie das Pferd beim Schach immer zwei in eine Richtung und eins in die andere Richtung. Ich muss hier hinkommen, aber der Hebel ist nicht. Das ist natürlich blöd. Wie komme ich denn da jetzt am besten hin? Ich müsste. Was gehen würde, wenn ich auf diesem Platz hier bin und dann mich dann da hoch bewege. Aber wie komme ich da hin? Das ist die Frage aller Fragen. Na, und jetzt würde ich gerne hier hoch können, verdammt. Dahin. Ich könnte effektiv nur so dahin kommen. Ja, nur so. Das habe ich festgefahren. Ah, nochmal Reset. Okay, alles klar. Ich muss hier hin. Ich kann aber nicht nach oben. Also muss ich von hier aus da drauf kommen. Von hier aus. Nochmal.
Das geht nicht. Vielleicht wenn ich so. Ja, könnte ich jetzt hier hoch, wäre es alles kein Thema. Wenn ich um die Ecke gehe, dann komme ich da nicht mehr raus. Finde ich so, so. Gut, dann bewege ich mich jetzt nur im Kreis. Also kann ich nur in diese Richtung. Und wieder da hoch. Runter. Dann wieder so. So. Ich müsste auf dem Platz hier oben landen. Ich aber nicht da oben lang, das. Ah! Verdammt! Sollen wir hier Anleitung verlassen oder überspringen? Ich will dieses verdammte Rätsel lösen. Jetzt den Hebel nach oben betätigen könnte. Ich wäre doch schon fertig. Aber nein, genau das muss ja kaputt sein. Ich glaube, ich bin zu blöd dafür. Ich müsste wieder eins höher kommen. Vielleicht so. Das Ding hier oben endlich. Das ist doch zu Mäusemelken. Damit überziehen wir die Folge auf jeden Fall. Ich sag's euch. Eins. Ich habe absolut keine Ahnung, was ich hier tue. Ah! Okay. Jetzt zweimal nach da. Nochmal nach da. Und zack, ich hab's. Ha! Ich hab's. Nur noch die Lunte zünden und bam. Alles so, klar. Das sollte es gewesen sein. Halte dich das bereit, denn? Wenzel. Ist das. Hallo, Rufus. Toni, musst du hier so rumschleichen? Das ist immer noch mein Haus.
Du erinnerst dich? Es ist nicht mehr ganz so offensichtlich, seit jemand den Briefkasten gestohlen hat. Aber das bringt mich auf etwas. Ich soll dir diesen Brief geben. Ein Brief? Rufus, es wird langsam Zeit. Ja, und wie? Sorry, Toni. Jetzt wird's spannend. Zug ist abgefahren. Sobald die Lunte brennt, bin ich für immer aus deinem Leben verschwunden. Schön wär's. Quatsch schon noch mit ihr. Jetzt bereust du sicher einiges von dem, was du gesagt hast. Stimmt. Angefangen bei, du kannst ja trotzdem bei mir wohnen. Dies ist der finale Abschied. Zum Jubeln ist es noch zu früh. Nichts von dem, was du sagst, kann mich jetzt noch aufhalten. Ein Glück. Dann kann ich zumindest nichts Falsches sagen. Es ist zu spät. Du kannst mich noch so sehr bitten. Ich werde dich nicht mitnehmen. Kann ich das schriftlich haben? Warum bist du hier? Hast du etwa immer noch Hoffnung, dass ein Wunder geschieht? Ein Wunder wäre es, wenn du tatsächlich endlich verschwendest. Aber wenn es wieder einmal nicht klappt, sehe ich wenigstens, wie du dich verletzt. Sehr liebsgewürzig. Ich gehe fort. Für immer. Ich habe aufgehört, darauf zu hoffen. Okay. Der Brief ist nicht im Inventar. Alles klar, da werde ich mich jetzt losmachen, die Lunte anzünden und dann bin ich weg aus Deponia. Das alles erfahren wir, ob es klappt oder nicht, aber erst in der nächsten Folge. Ich danke fürs Zuschauen, vielen Dank für eure Zeit und tschüss!